Nach wenigen Schritten stieß ich mit der Stirn heftig an und taumelte zurück. Verdutzt streckte ich die Hand aus und berührte etwas Glattes und Kühles. Aber auch wenn niemand die Wand bemerkt hat, so mussten doch Hugo und Luise auf sie gestoßen sein. Ich will nur noch weg von diesem Ort, zurück zum Jagdhaus, weg von den kleinen blutverschmierten Leichen. Aber wenn der Mann am Boden tot ist, und davon muss ich ausgehen, dann müssen alle Menschen im Tal tot sein. Zehn Tage sind vergangen und nichts hat sich an meiner Situation verändert. Es gibt Stunden, in denen ich mich freue auf eine Zeit, in der es nichts mehr gibt, an das ich mein Herz hängen kann. Aber es gibt keinen Ausweg. Solange es im Wald auch nur ein einziges Geschöpf gibt, das ich lieben kann, werde ich es tun. Und erst wenn es nichts mehr gibt, dann werde ich aufhören zu leben.